Willkommen bei The Nosy Rosy, hier ist die Jen. Ja, willkommen diese Woche an einem schönen Mittwoch, die Sonne scheint und es ist ein schöner Tag. Ich sollte mir vorher immer überlegen, was ich am Anfang sage, das ist manchmal ein bisschen blöd. Na gut, egal, ich habe jetzt angefangen, da muss ich jetzt durch. So, diese Woche haben wir das Thema Sport. Frauen im Sport, beziehungsweise Lesben im Sport. Und dazu habe ich mir einfach mal überlegt, was sind eigentlich typisch lesbische Sportarten? Kann man das sagen? Kann man da wieder... Ich meine, natürlich ist das wieder dann ein Klischee und natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Und aber man kann ja vielleicht doch irgendwo eine Häufung feststellen oder... Ja, einfach gibt es vielleicht einfach eine Sportart, in der viele Lesben sind und andere Sportarten, wo nicht so viele Lesben mitmachen. Ja, und ich glaube, die meisten, also ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß es natürlich nicht, ich habe da jetzt keine Zahlen, aber ich würde vermuten, dass wirklich Fußball schon sehr lesbenfrequentiert ist, würde ich mal sagen. Ja, und ich denke, vielleicht auch sowas wie so Ballsportarten, glaube ich, sind ja so schon. Ne? Also ich kann mir jetzt schlecht eine Lesbe im Ballett vorstellen, obwohl das gibt es bestimmt auch, aber kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, oder? Nein, das ist natürlich alles wirklich klischeehaft. Und weil man es wirklich nicht sagen kann, dachte ich mir, ich frage euch einfach, was macht ihr für Sportarten? Schreibt alle unten in die Kommentare, was ihr für Sportarten macht oder was ihr mal gemacht habt oder was ihr vielleicht, wenn ihr gerade keinen Sport macht, gerne machen würdet oder was euch am ehesten interessieren würde. Und dann sammeln wir mal und dann gucken wir mal, was die häufigste Sportart jetzt zumindest unter diesem Video ist. Das kann man ja vielleicht schon mal dann hochrechnen und hat vielleicht dann schon einen guten Eindruck. Also schreibt, was macht ihr von Sport? Ich zum Beispiel spiele Basketball. Ich habe als Kind schon angefangen Basketball zu spielen. Mit 6 oder so bin ich in einen Verein eingetreten in meinem Heimatort und habe da dann ganz lange Basketball gespielt und bestimmt durchgehend bis 16 so. Dann hatte ich zwischendurch wieder aufgehört, habe wieder angefangen, habe wieder aufgehört und wieder angefangen und ja. Also seitdem wirklich nicht mehr so regelmäßig, aber es hat immer eigentlich meine Sportart Basketball, meine Hauptsportart. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie gesagt, momentan, also seitdem ich so wirklich geoutet lesbisch bin und vielleicht da auch mal mehr drauf achte, habe ich nicht mehr so wirklich im Verein gespielt. Das war dann eher davor. Von daher habe ich halt natürlich als Kind nicht drauf geachtet, ob es jetzt in anderen Mannschaften oder so, wenn man mal so Spiele hatte oder Turniere oder wie, ob es da viele Lesben gibt. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass in meiner Mannschaft damals war es. Auf jeden Fall gab es eine Lesbe, also außer mir noch eine. Das war unsere Quotenlesbe irgendwie. Und aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch im Basketball viele Lesben gibt. Ja. Zwischendurch habe ich dann mal einen ganz anderen Sport gemacht, vor ein paar Jahren hier in Hamburg. Auch mit einem Ball, aber der Ball, der war nicht rund, nein, der Ball war eierförmig. Spitz zulaufenden Enden, was könnte das sein? Football, also nicht Football wie Fußball, sondern American Football. Ja, also wirklich hier diesen Sport mit Shoulderpad und Helm und voll La Montur und Schutzsachen und hier und da und diese echt doch harte Sportart. Auch sehr von Männern dominiert. Ich muss sagen, das war schon ganz lustig, aber es war schon heftig. Und diese Sportart, ich würde sagen, es sind weit mehr als 50% der Frauen, die
Frauen Football spielen, sind lesbisch. Also wirklich echt viele Lesben, die das machen. Aber da es nicht viele Frauen gibt, die das machen, es gab damals, ich weiß nicht, wie es jetzt heute aussieht, damals gab es nur 12 Mannschaften in ganz Deutschland. Von daher sind das ja echt nicht viele. Und von daher ist es jetzt nicht die Lesbensportart, also so prozentual gesehen. Also jetzt im Vergleich zu wie viele Lesben es zum Beispiel vielleicht im Fußball gibt. Wisst ihr, was ich meine? Naja, auf jeden Fall gab es viele Lesben und eine Footballmannschaft musste damals für den normalen Spielbetrieb 30 Mitglieder haben, um sich anmelden zu können. Und das sind dann jetzt schon ziemlich viele Mädels und da gab es dann auch ziemlich viele Lesben und es gab auch immer ziemlich viel Gezicke und Terror und ach, das war alles so hin und her und deswegen habe ich dann aufgehört, das war alles zu kompliziert. Und außerdem hatte ich dann damals angefangen zu studieren und hatte dafür keinen Nerv. Deswegen habe ich leider nur eine Saison gespielt, aber es ist eine echt coole Sportart. Also wenn man mal die Regeln kapiert hat, es ist echt interessant und macht richtig viel Spaß. Ja. Ich war auf der Position Wide Receiver. Das sind die, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Footballspiel gesehen habt. Das sind die, die losrennen außenrum oder wie auch immer. Und der Quarterback, der den Ball am Anfang hat, der wirft den Ball und der Receiver fängt den. Und im besten Fall läuft der Receiver weiter hinten und macht einen Touchdown. Aber leider ist bei mir nie so weit gekommen. Also ich habe da nie wirklich in einem Spiel mitmachen können, beziehungsweise einmal und da habe ich den Ball fallen lassen. Ja, meine Karriere im Football war jetzt nicht so berauschend. Aber es hätte bestimmt auch besser werden können, wenn ich da weitergemacht hätte. Ja. Na gut, so viel zum American Football. Jetzt spiele ich aber auch wieder Basketball, aber nicht im Verein. Also schon in einem Verein, aber nicht so einem normalen Verein, der in der Liga mitspielt, sondern in einem Hobbyverein. Und zwar ist es ein schwul-lesbischer Verein. Ja, das gibt's. Und zwar in den meisten großen Städten, denke ich mal. Also ich weiß auf jeden Fall, gibt's den jetzt hier in Hamburg. Und ich weiß auch, dass es in Berlin einen schwul-lesbischen Sportverein gibt. Ihr müsst am besten einfach mal googeln und mal gucken, ob es bei euch in der Nähe vielleicht auch sowas gibt. Ich denke mal, leider nicht so oft. Aber in den großen Städten bestimmt. So. Der Sportverein in Hamburg, der heißt Startschuss. Ihr könnt ja mal auf die Website gehen, startschuss-hamburg.de. Und da kann man viele verschiedene Sportarten machen. Also zum Beispiel auch Fußball, Badminton ist sehr frequentiert. Und ja, also es gibt so die Standardsachen. Es gibt jetzt nicht so viele Sachen, aber so die Standardsachen sind dabei und halt auch Basketball. Und da spiele ich halt auch Basketball. Und das ist halt eine gemischte Mannschaft, also Schwule und Lesben, und wir spielen einmal die Woche und machen jetzt nicht so ein richtiges Training in dem Sinne, dass wir was Neues lernen, sondern wir wärmen uns auf und dann spielen wir einfach gegeneinander. Ganz selten spielen wir auch mal gegen andere Hobbymannschaften, aber leider nicht so oft. Meistens sind wir auch nicht so viele, aber in letzter Zeit wird es besser. Ja, also so kann man ein bisschen Sport mal nebenbei machen, ohne verpflichtet zu sein, am Wochenende ständig irgendwelche Spiele gegen andere Mannschaften zu haben. Und das macht echt viel Spaß. Also, ja, kann ich nur empfehlen. So ein, vor allem hat man auch dann Kontakt zu anderen Lesben und das ist ja auch ganz nett, wenn man so zum Beispiel in einer neuen Stadt ist und dann so neue Leute kennenlernen kann oder sowas. Zum Beispiel. Oder einfach auch, um sich einfach wohl zu fühlen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht sich auch komisch fühlt in so einer Hetenmannschaft und dann, wenn man dann geoutet ist, gucken die Leute vielleicht einen komisch auch an. Ich kann mir sogar vorstellen, ich weiß es nicht, habe die Erfahrung noch nicht gemacht, dass dann, wenn man in der Frauenmannschaft ist und man dann sich danach duscht oder so, dass dann die Heten Panik bekommen, wenn die wissen, das ist jetzt eine Lesbe. Ich weiß nicht, das ist jetzt alles nur so eine Spekulation. Aber auf jeden Fall kann man sich in so einem schwul-lesbischen Sportverein sehr wohlfühlen und muss sich keine Gedanken über nichts machen. So. Okay, so viel zum Sport. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was für Sportarten ihr so macht. Jetzt nochmal kurz zu dem Wettbewerb von den tollen Gay-Sachen, die wir aus den Niederlanden von Chloe bekommen haben. Da habe ich einen Aufruf gestartet, dass ihr Videos machen könnt. Und was ist passiert? Mädels, kein einziges Video ist da. Das gibt's ja wohl nicht.
Wir strengen uns immer an und machen Videos. Und jetzt wollen wir mal Videos von euch. Und was passiert? Naja. Aber Dini, verdammt nochmal, hat ja geschrieben, dass sie schon angefangen hat. Und ja, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du das Video noch fertig machst und es noch postest. Und ja, dann bekommst du auch auf jeden Fall was. Ich habe ja gesagt, das beste Video bekommt auch ein T-Shirt. Wenn es nur ein Video gibt, dann ist das das beste Video. So sieht's aus. Ja, und die, die sowieso auch schon ein Schweißband bekommen, weil sie unter den ersten 5 Kommentaren unter dem Unboxing-Video waren, die bekommen auch noch ihre Sachen. Ich hatte leider noch keine Zeit, das zu verschicken. Auch die anderen Nosy-Wosys haben noch nichts von mir bekommen. Ich bin momentan so ein bisschen im Stress und habe viel zu tun. Und wenn ich dann mal kurz Zeit habe, dann habe ich irgendwie keine Vorteckchen zu packen. Aber ich werde es noch demnächst machen, auf jeden Fall, versprochen. So, jetzt happel ich ja schon wieder so rum. Das war es auch schon von mir. Ich glaube, ich habe jetzt echt sehr viel rumgelabert. Ja, also, welche Sportarten macht ihr? Ich bin gespannt. Ich werde das dann auswerten, alle Sachen zusammenschreiben und dann Statistiken zusammenstellen. Nein, ich werde das zusammenzählen, das reicht dann ja wohl. Und dann werde ich euch das nächste Woche dann zusammenfassen und präsentieren. Und dann werden wir wissen, was die Lesben-Sportart schlechthin ist. Okay, also bis nächste Woche. Bis denn. Die Jen.